Über 100 Milliarden Sterne enthält sie, unsere Galaxis. Ein Blick hinauf ins All geworfen, in einer klaren, dunklen Nacht. Wie viele Sterne fängt unser Auge da wohl ein? Es scheint, als wären es Millionen. Doch nur 2.500 Sterne, nicht mehr, tauchen in unserem Blickfeld auf. Ein Bruchteil der riesigen Sternenmenge und doch genug, um unsere Sinne zu verwirren. Ein Meer von Sternen, in das unsere Vorfahren einst stille Schiffe setzten. Schiffe, die nicht reisen, sondern dort oben fest vor Anker gehen sollten. Die Sternbilder. Konstrukte menschlichen Geistes, Entwürfe der Fantasie, beeinflusst von Sagen und Legenden. Doch wer genau hat sie erschaffen? Und vor allem, warum? Hieroglyphen, verewigt am dunklen Dach der Welt. Nur für geübte Augen nehmen sie Gestalt an. Und wenn wir sie endlich gefunden, sie erkannt haben, was sagen uns die Sternbilder dann? Standen pure Willkür und bloße Launen Pate bei ihrer Erschaffung? Warum sehen die Sternbilder so aus, wie sie aussehen? Warum wirken sie so abstrakt? Warum passen ihre Formen so gar nicht zu ihren sehr konkreten Namen? Bär, Drache oder Steinbock? Könnten Sternbilder Symbole sein? Und wenn ja, für was? Vielleicht sind diese grotesken Himmelsmarken geheimnisvolle Chiffren einer versunkenen Kultur. Woran wohl dachte er, als er das erste Zeichen in den Himmel schrieb? Dachte unser Urahn an Skorpione und Walfische? Dachte er an Sagen und Mythen? Oder hatte er eine Schrift erfunden? Sterne sind Wegweiser, sind himmlische Leuchtfeuer seit Menschengedenken. Ob Sonnenstand, Landmarken oder Strömungen. Seit der Mensch auf Reisen geht, fahndet er nach unverrückbaren Zeichen, die ihn sicher zum Ziel geleiten. Sich auf der Erde bewegen, Orte wiederfinden, Strecken beschreiben, ankommen. Orientierung und Kommunikation sichern unser Überleben. Je besser wir beides beherrschen, desto weiter kommen wir, desto schneller sind wir am Ziel und desto sicherer reisen wir. Heute leben wir in einer Welt ohne Entfernung. Die Welt wird Dorf genannt, weil Technik aus Weltreisen Katzensprünge macht. Die weltweite Dorfgemeinschaft. Möglicherweise ist sie viel älter, als wir glauben. Vielleicht wurde der Grundstein zum globalen Dorf bereits von den Menschen der Steinzeit gelegt. Denn waren die Ozeane damals wirklich Barrieren? Oder längst Brücken zwischen den Kontinenten? Wie mobil waren sie, die Menschen vor 6000 Jahren? Und vor allem, wie neugierig. Urasiaten erkundeten Südamerika. Frühe Europäer und Indianer trafen aufeinander. Reger Handel herrschte zwischen den Kontinenten. Die Weltmeere waren von Wasserstraßen durchzogen. Kühne Thesen oder ein wirkliches Kapitel unserer Geschichte?
Die Steinreihen von Ker Mariot in der Bretagne. Geheimnisvolle Zeugen steinzeitlichen Lebens. Stumm sind sie. Und schwer. Tonnenschwer. Müssen Menschen, die in der Lage sind, diese Kolosse kilometerweit zu transportieren, nicht auch fähig gewesen sein, sich selbst zu befördern? Über weite Entfernungen? Über Ozeane gar? Dann müssten die Megalithiker, die Menschen aus der Steinzeit, über hochseetüchtige Schiffe verfügt haben. Entlang der europäischen Küste finden wir überall erstaunliche Beweise für das handwerkliche Geschick der Megalithiker. Kunstvoll verstanden sie zu arbeiten, aber waren sie auch kundige Navigatoren, Geographen, Astronomen? Er blickte schon in seiner Jugend hinauf zu den Sternen. Fasziniert war er vom silbrigen Geflimmer der scheinbar unzählbaren Lichtpunkte am Firmament. Aber enttäuscht war Kai Helge Wirth auch, denn er fand dort oben keinen Löwen, keinen Drachen, und erst recht keine Sagengestalten wie Herkules. Die Faszination jedoch, sie blieb. Und aus der Enttäuschung wurde ein Wundern und sich Fragen nach dem Ursprung und dem Sinn dieser geheimnisvollen, in die Nacht gestreuten Koordinaten einer inzwischen verblassten Ideenwelt. Heute ist der Frankfurter Forscher sicher. Dem so willkürlich anmutenden Entwurf vieler Sternbilder liegt doch ein konkreter, ein nachvollziehbarer Sinn zugrunde. Die ältesten Sternbilder der nördlichen Erdhalbkugel sind für Wirth eine in den Himmel projizierte Landkarte. Die scheinbar chaotisch wirkenden Sternbildgestalten, sie sollen ein vorgeschichtliches Orientierungssystem sein. Haben die Megalithiker ihre geografischen Kenntnisse in den Gestirnen verewigt? Schleswig-Holstein, hoch im Norden Deutschlands. In der Steinzeit ein bedeutender Siedlungsraum. Durch Rodung und Ackerbau gestaltet der Mensch erstmals bewusst seine Umwelt. Doch was wusste er von Astronomie und Geographie? Sie scheinen für die Ewigkeit gebaut. Die Hünengräber und Riesenbetten bei Albersdorf. Monumente eines rätselhaften Totenkults. Vor rund 100 Generationen setzten Menschen diese Steine in die Walderde. Vielleicht haben eben diese Menschen auch mit Sternbildern ihre Welt beschrieben. Die Eider in Schleswig-Holstein. Der sagenreiche Bernsteinfluss. Und ein erster Zeuge. Denn diesen Fluss fand Kai Helge Wirth am Himmel wieder. Warum gerade die Eider? Ihr Bernstein wurde bis nach Griechenland und Ägypten gebracht. Homer lässt seinen Odysseus an der Eidermündung stranden. Und der Fluss war noch aus anderem Grunde von Bedeutung. Doch betrachten wir zunächst das Sternbild, das den Verlauf des Eiderflusses im Nachthimmel markieren soll. Schon sein Name, Eridanus, erinnert an die Eider. Und die Übereinstimmung des Sternbildes mit dem Flusslauf ist verblüffend. Der Sage nach soll Phaeton, Sohn des Sonnengottes Helios, einst vom Himmel herab in den Fluss gestürzt sein. Trauernd eilten seine Schwestern herbei. Ihre Tränen verwandelten sich zu Bernstein. Noch die Wikinger schleppten ihre Schiffe über Land vom Eiderfluss zur Schlei, die in die Ostsee mündet. Und so war die Eider wohl schon vor Jahrtausenden
der Schlüssel, um das Meer auf der anderen Seite zu erreichen. Wer den Lauf eines bedeutenden Flusses mit Hilfe der Sterne am Firmament nachzeichnet, der wird auch andere Gebiete auf diese Weise markieren. Das Sternbild Walfisch, ursprünglich Ketos, das Seeungeheuer genannt. Es beschreibt die Ostsee und ist auch am Himmel östlich vom Sternbild Eridanus angesiedelt worden. Südskandinavien, Dänemark, Schleswig-Holstein. Orion, das große leuchtende Sternbild, beschreibt laut Wirtstheorie diesen Raum. In Ägypten haben sie später 5 Pyramiden auf die Sterne des Orion ausgerichtet. Bär und Kälte, das passt zusammen. Arktos, das ist griechisch und bedeutet Bär. Daraus entwickelte sich der Begriff arktisch. Ist es Zufall, dass das Sternbild großer Bär Norwegen und das nordische Eismeer beschreibt? Sternbilder könnten also durchaus einen praktischen Nutzen haben. Hat Kai Helge Wirth ihn entdeckt? Ich bin darauf gekommen, weil die Sternbilder so merkwürdig aussehen. Die sind einfach nicht sinnvoll. Ich habe sie auch als Laie erstmal nicht gefunden am Sternenhimmel. Ich hatte eine Sternkarte und habe die nicht gesehen. Gedacht, wo sind denn die Sternbilder? Und habe dann festgestellt, es ist sehr leicht festzustellen, die Sternbilder gibt es gar nicht, wenn man an den Himmel schaut. Die muss man sich von der Sternkarte holen. Und dann kann man sie am Himmel wiederfinden. Und da habe ich gedacht, das muss einen anderen Grund geben für die Sternbilder. Warum haben früher die Menschen Sternbilder entworfen? Der Astronom Sir John Herschel sagte einmal, die Sternbilder seien nur aufgezeichnet worden, um das größtmögliche Durcheinander anzurichten. Kaum denkbar, dass er, der Mensch der Steinzeit, an einem himmlischen Chaos interessiert war. Trotzdem stößt Wirths Theorie auf Kritik. Der Hauptkritikpunkt, den ich sehe, liegt einfach darin, dass ich selbst keine optimale Deckung der Sternbildkonstellation mit irgendwelchen geografischen Merkmalen zustande bringe. Beispielsweise das Sternbild des Skorpions mit den ausgeprägten Scheren, so wie jeder Mensch sie sieht, wird dort durch eine glatte Linie dargestellt. Und so gibt es auch andere Beispiele. Zufälle? Hirngespinste? Wirth glaubt an seine Entdeckung. Das Sternbild Skorpion zeigt sehr präzise den Seeweg von Nordafrika, also dem Ausgang des Mittelmeeres, bis nach Brest, also den Eingang in den Kanal zwischen England und Frankreich. Und zwar auch in der Darstellung mit den Scheren des Skorpions. Wir können hier den Skorpion sehen. Der Skorpion hat hier noch eine Schere, die auf dieser Darstellung nicht zu sehen ist. Die verweist geradezu auf den Eingang des Kanals. Die Schere unten könnte meiner Meinung nach die Gironde-Mündung, die sich an dieser Stelle befindet, darstellen. Mit dem anschließenden Fluss Gironde. Wir reisen weiter. Den Weg zu den britischen Inseln weisen uns die Sternbilder Bootes und Corona. Bemerkenswert, Irland und England waren ehemals miteinander verbunden. Und auch Bootes und Corona waren ein Sternbild, bis griechische Astronomen es teilten. Vor allem die meerumschlungenen britischen Inseln sind ein Hort megalithischer Kultur. Hier auf den Orkneys finden wir überall geheimnisvolle Reste einer versunkenen Zeit. Noch immer wissen wir nur wenig über das Wirken und Streben der Steinzeitmenschen. Mächtige Orte wie Stonehenge, sie bieten viel Raum für Spekulationen. Kultplatz oder Observatorium? Was geschah hier wirklich vor Tausenden von Jahren?
Astronomie haben sie ganz gewiss betrieben. Aber schrieben hier die Priester ihre geografischen Erkenntnisse in den Himmel? Die Ordnung von Raum und Zeit, die Beobachtung des Himmels. In den nordischen Mythen beginnt damit die Welt. Und vermutlich hat bereits der Neandertaler seinen Blick forschend auf das Firmament gerichtet und aufgezeichnet, was er sah, um sich und seine Welt besser zu verstehen. Ein gewaltiger Wintersturm im Jahre 1850 war es, der dieses über 5000 Jahre alte Steinzeitdorf auf dem Orkney-Archipel überraschend aufdeckte. Skara Brae gilt als das Pompeji der Orkneys. Doch kein Vulkan, sondern das Meer brachte Tod und Verderben. Überstürzt verließen die Bewohner ihre Heimat. Er ließ alles zurück und floh wer weiß wohin. Wiesen ihm dabei Sternbilder den Weg? Viel ist hier erhalten geblieben. Stein ist dauerhaft. Und fast alles machten sie aus Stein. Die Menschen, die hier lebten, die eines Tages flohen und niemals wiederkehrten. Doch sind sie hier allgegenwärtig. Sesshaft war er, der Mensch der Steinzeit, und doch auch immer auf dem Sprung. Neue Ufer entdecken. Oft eine Notwendigkeit, immer ein Abenteuer. Wie weit und wohin sie kamen, das hing nicht zuletzt von ihren himmelskundlichen Fähigkeiten ab, ihrem Vermögen, sich zu orientieren. War Astronomie für sie überlebenswichtig? Ich glaube nicht, dass der steinzeitliche Mensch einen besonderen Impetus in die Astronomie gesteckt hat. Die Astronomie wurde von ihm als notwendige Lebensgrundlage der Orientierung in Raum und Zeit genauso gut oder so schlecht weitergeführt, wie alle anderen Bereiche auch. Aber ich denke, dass die Astronomie für ihn, für die Navigation, für sein Kalenderwesen in gleicher Weise behandelt wurde, wie alle anderen Lebensbereiche auch. Und vielleicht ein bisschen bevorzugt, weil es eben die Verehrung der Götter auch diente. Aber es gab auch pflanzliche Götter, es gab auch die Götter des Bodens. Und die wurden dann sicher in der gleichen Weise bedient. Was auch immer sie konnten, für Wirth steht fest, die Megalithiker entwarfen Sternbilder, um damit ihre Welt zu kartografieren. Hydra, die Wasserschlange, beschreibt, laut Wirth, den Ärmelkanal. Uns weist sie nun den Weg in den Westen Frankreichs, in die Bretagne. Es ist ein zauberhaftes Land, das Land der Druiden und Legenden. Alles wirkt magisch hier, mysteriös. Rau und wild ist die Bretagne, hier, wo der Atlantik die Uferlandschaft formt, im Takt der Ewigkeit. Unaufhörlich rollen Brecher gegen die verwitterten Küsten an. Und doch, auf der bretonischen Halbinsel siedelten sich immer wieder Menschen an, seit mindestens 10.000 Jahren. Manche Historiker glauben, dass diese Menhire sogar älter sind als 20.000 Jahre.
Bis heute weiß niemand, warum diese Steinreihen errichtet wurden, teilweise über einen Kilometer lang. Astronomische Anlagen, Kultstätten, bewiesen ist nichts. Auffallend ist, das Megalithikum war vornehmlich eine Küstenkultur. Doch wie weit entfernten sich die Menschen damals von ihren Häfen? Kannten sie das eisige Grönland? Ein Sternbild könnte darauf hindeuten. Der Drache. Eng schmiegt er sich an die Gestalt der kalten Insel. Der Seeweg vom Ostgrönlandstrom in den Labradorstrom. Auch er ist deutlich auszumachen. Der Drache haust, nach uraltem Himmelskult, am Fuß des Weltenbaumes. Dieser Baum, diese Säule im höchsten Norden, aber ist nichts anderes als der Pol, ist Himmels- und Erdachse. Und genau dort wurde auch das Sternbild Drache platziert. Wagen wir uns noch weiter vor. Den Atlantik überwinden. Ohne genaue Kenntnisse der Meeresströmungen ist das kaum zu schaffen. Doch über genau diese Kenntnisse verfügten die Megalithiker, glaubt Kai Helge Wirth. Und ihr Wissen leuchtet uns westlich des Skorpions im Sternbild Schlangenträger möglicherweise entgegen. Die Strömung folgt scheinbar dem Schlangenträger, aber ist es nicht umgekehrt? Der Schlangenträger wäre das größte Sternbild, das die Steinzeitkartografen in den Himmel geschrieben hätten. Und so stellt es folgerichtig auch den größten bezeichneten Seeraum des Systems dar, den Raum zwischen den Kanarischen Inseln und dem Golf von Mexiko. Tauchte also vor den Augen der Steinzeitmenschen tatsächlich irgendwann die amerikanische Küste auf? Betraten sie lange vor den Wikingern einen neuen Kontinent? Waren die Megalithiker also tüchtige Seefahrer, denen kein Weg zu weit war, wenn es um die Entdeckung ferner Gestade ging? Wenn es so war, dann liegt nahe, dass sie ihr auf Reisen gesammeltes Wissen über Geographie und Strömungsverhältnisse am Himmel festhielten. Er verfügte über dieses Wissen jedenfalls nicht. Kolumbus segelte 1492 direkt in eine bedrohliche Flaute. Ein kundiger Blick in den Nachthimmel hätte ihn vielleicht davor bewahren können. Dass die Megalithiker den Seeweg nach Amerika kannten, dafür sprechen noch zwei weitere Sternbilder. Westlich des großen Schlangenträgers leuchtet am Firmament der Schütze und beschreibt die Karibische See. Darüber markiert der Steinbock den Golf von Mexiko und bildet damit den westlichen Endpunkt des Systems. Kehren wir zurück in die alte Welt. Zwei wichtige Gewässer stehen noch aus, das Mittelmeer und das Schwarze Meer. Im Himmel dargestellt durch die Sternbilder Jungfrau und Löwe. Als Symbol für südlichere Gefilde gilt der Löwe. Wie die meisten Sternbilder hat auch er eine mythologische Verbindung zum Wasser. Selene, die griechische Göttin des Mondes, soll ihn aus Meerschaum erschaffen haben. Nun ist es an der Zeit, einen Versuch zu unternehmen. Reisen wir also ins All hinauf, ins Reich der alten nördlichen Sternbilder. Wir stellen uns vor, sie alle in ihrer tatsächlichen Position und Ausrichtung ins Schlepptau zu nehmen und kehren gemeinsam mit ihnen zurück auf die Erde. Haben wir es hier wirklich mit einem Zufall zu tun?
Oder hat Kai Helgewirt recht und unsere Sternbilder sind tatsächlich ein weltumspannendes prähistorisches Navigationssystem? Bleibt die Frage, womit die Megalithiker denn übers Meer gefahren wären? Verfügten sie über hochseetüchtige Wasserfahrzeuge? Boote waren auch damals nicht aus Stein, also mussten sie irgendwann verrotten. Die ältesten Funde hochseetüchtiger Boote stammen aus der jüngeren Bronzezeit. Vielleicht haben die Megalithiker ja mit Booten aus Schilf den Sprung von der Küsten zur Hochseeschifffahrt bewerkstelligt und sich dabei auf ihren nächtlichen Himmelsatlas verlassen. Es handelt sich hier nicht um eine Navigation, wie wir sie heute kennen, eine Art Punktnavigation, bei der man dann auch zum Beispiel auf einen Chronometer angewiesen ist, sondern wir haben ja hier eine Karte, die genau zeigt, wenn man weiß, dass man sich an dem Punkt A befindet, wie man zum Punkt B kommt. Denn das ist durch den Winkel der Strecken innerhalb der Sternbilder festgelegt. Dass der Sternenhimmel sich dreht, das ist kein Grund dafür anzunehmen, dass er nicht als Navigationshilfe benutzt werden könnte, in dem Sinne, den ich hier annehme. Stellen Sie sich vor, Sie haben Atlas auf den Knien oder auf dem Tisch und Sie drehen den Atlas. Der verliert ja dadurch nicht seine Gültigkeit. Sie müssen dann den Kopf ein bisschen drehen vielleicht, ja, oder sich vorstellen, aha, der Atlas ist jetzt, der liegt jetzt umgekehrt und jetzt muss ich also auch auf den Kopf sozusagen denken. Aber der Atlas verliert dadurch nicht seine Gültigkeit oder Stimmigkeit. Wie auch immer die Menschen der Steinzeit dachten, ihre Kultur breitete sich über die Meere aus. Anders hätten die Kanarischen Inseln, die Insel des Mittelmeeres und des Nordatlantiks nicht besiedelt werden können. Hochseeschifffahrt hat vermutlich viel früher eingesetzt, als wir bislang annahmen. Vielleicht schon vor über 100.000 Jahren, als auch Australien zum Lebensraum des Menschen wurde. Erkundungsfahrten, Eroberung und Handel, das waren die Antriebskräfte für nautischen Fortschritt. Die Megalithiker waren da keine Anfänger, sondern längst Verbesserer. Vielleicht müssen wir uns ja erst daran gewöhnen, dass Wissenschaft und Kunstfertigkeit nicht allein in den uns vertrauten Jahrhunderten erblüht sind. Vieles von dem, was wir heute in Museen bewundern, hat eine verborgene Geschichte, die weit zurückreicht, oft Jahrtausende. Bei der Beurteilung der Vergangenheit aber kann man sich nicht nur auf eine Meinung verlassen. Kai Helgewirts Theorien sind eben Theorien. Kritiker spekulieren in eine andere Richtung. Hauptkritikpunkte, die ich sehe, sind erstens, dass ich nicht glaube, dass die Boote damals 3000 oder 5000 vor Christus lange Reisen Richtung Island, Grönland, Karibik, Ostsee, England machen konnten. Diese Schiffe waren meistens erstens waren es Einbäume, dann kamen die Flöße hinzu, dann gab es auch mit Fell bespannte Boote und sicherlich gab es auch schon vielleicht die ersten mit Planken und Spanten versehenen Schiffe, die mehr Lasten tragen konnten, aber diese Schiffe konnten dann immer noch nicht segeln. Das heißt, wenn sie segeln konnten, konnten sie nur vor dem Wind segeln. Der Wind musste also von Achtern von hinten kommen und wenn er nicht von hinten kam, wurden sie zurückgetrieben. Sicherlich gab es lange Reisen damals, aber ich glaube, das waren mehr Zufälle. Das waren vielleicht Driftreisen, wo Boote abgetrieben worden sind. Also ich glaube, in erster Linie, die Boote waren nicht für große Reisen gedacht. Die Zeiten kamen erst später. Doch der Erbauer und Kapitän der steinzeitgemäßen Abora-Schilfboote, Dominik Görlitz, schätzt das Niveau prähistorischer Seefahrt durchaus höher ein. Gerade der Punkt der Seefahrt ist ein sehr wichtiges Argument, denn es geht eigentlich nach dem Ende der Eiszeit so richtig mit der Seefahrt los und es ist ein gewichtiges Zeichen dafür, dass also spätestens nach dem Abtauen ja, der vereisten Gebiete Europas der Mensch eigentlich gezwungen war, sich mit Seefahrt zu beschäftigen, sodass ich also behaupten möchte, dass etwa um das 6. Jahrtausend vor Christus spätestens eine recht leistungsfähige Hochsee
Schifffahrt existiert hat. Aber reichten dafür Sternbilder als Navigationshilfe aus? Ja, das moderne GPS-System ermöglicht ja heutigen Wanderern, sich ohne Schwierigkeiten auf dem Meer zu orientieren, weil man also genaue Lage über dieses kleine Zauberinstrument serviert bekommt. Und ähnlich kann man es eigentlich die Sternbilder nutzen, weil sie ja über die Zeiten hinweg präzise am Himmel erscheinen, wandern, aber eben auch ihre Winkelverhältnisse untereinander einhalten. Und das ist ein gewichtiges Argument einerseits für die Orientierung, aber auch für die Richtigkeit der Theorie von Herrn Wirth, weil man also diese Sternbilder quasi wie einen Kompass am Himmel nutzen kann, um sich an dem küstenlosen Meer zu orientieren. Denn wenn ich mich mit meinem Schiff mitten auf dem Meer befinde und habe keinen Kompass und Sonne ist verdeckt oder letzten Endes ist Nacht, und dann nützen mir lediglich Polarstern und eben diese Sternbilder, um zu wissen, in welche Richtung ich wieder Land finde. Und wir müssen ganz klar davon ausgehen, diese Sternbilder sind nicht entwickelt worden, um einen Weg vorzugeben, sondern umgekehrt. Schiffsbesatzungen, die wieder und wieder über die Meere gesegelt sind, im Laufe von Generationen dieses Wissen angesammelt haben, die haben ganz automatisch nach Hilfe gesucht und haben sich an der Vielzahl der Sterne orientiert und sich die Küstenverläufe nachgestaltet, die sie ohnehin bereits kannten. Und aus diesem Grund ist es sehr leicht erklärbar, dass man also die Sternbilder deshalb konstruiert hat, um sich Orientierungshilfe auf dem Wegen übers Meer zu suchen. Die Vögel wissen ganz genau, wohin sie fliegen, verfehlen nicht ihr Ziel. Auch andere Tiere navigieren mit Hilfe der Gestirne. Bienen und Wüstenameisen orientieren sich an der Sonne. Manche Nachtinsekten nutzen den Mond. Astronomisch navigieren auch Zugvögel. Bei Nachtflügen behalten sie den Himmelspol, also den Punkt, den die Sterne umkreisen, genau im Auge. Stockenten merken sich sogar eigene Sternbilder und erkennen sie immer wieder. Wenn also schon Tiere exakte Himmelsnavigation betreiben, dann sollten die Kapitäne der Steinzeit dazu wohl auch in der Lage gewesen sein. Diese Menschen waren gewiss nicht weniger intelligent als wir. Und ihr himmelskundliches Wissen werden sie genutzt haben, um einander näher zu kommen. Von Küste zu Küste, vielleicht sogar von Kontinent zu Kontinent. Hier, im Inneren der bretonischen Pyramide von Gavrigny, begegnen uns die alten Geister. Wir spüren sie, doch sie sind stumm. Könnten wir sie doch befragen, die Menschen, die einst über diese Steine schritten? Das Monument von Gavrigny, erbaut vor mehr als 5000 Jahren, birgt eines der schönsten Heiligtümer der Erde. Labyrinthische Linien, Lebensbaummotive, die Gravuren wirken wie Fingerabdrücke längst vergessener Gottheiten. Der Eingang ist der aufgehenden Sonne zugewandt. Er öffnet eine Stufenpyramide, die 2000 Jahre älter ist als ihre ersten ägyptischen Pendants. Liegt hier etwa die Geburtsstätte aller Pyramiden der Welt? Wurde diese Architektur von hier aus über die Ozeane hinweg verbreitet, bis nach Amerika? Und war es jener Sternbildatlas, der half, diese Kultur über weite Entfernungen zu transportieren, der es erlaubte, Völker zu verbinden und Güter auszutauschen? Wahrscheinlich gesichert ist, dass schon vor 70.000 Jahren
von Timo nach Australien gereist worden ist auf dem Schiffsweg und auch die Straße von Gibraltar überquert worden ist. Was die amerikanische Archäologie anbelangt, stellen wir jetzt immer mehr Funde fest, die nicht über den Landweg gekommen sind, ne, sondern bereits also in Feuerland beispielsweise stellen wir also haben wir Aborigine Menschenarten gefunden, ne? Oder japanische Menschenarten an der mexikanischen Küste. Also das spricht alles auf sehr sehr frühe Zeiträume hin. Was das Megalithikum anbelangt, da ist das ja im Grunde genommen vor, sagen wir mal, 5.000 bis 7.000 Jahren. Das ist ja so alt nicht und wir können davon ausgehen, dass das eine blühende Hochkultur war mit, würde ich mal sagen, Hightech-Charakter. Der zerbrochene Menhir von Loc Maria Guerra. 350 Tonnen schwer ist er, einer der größten Menhire der Welt. Sie haben eine Technik erfunden, um ihn zu bewegen, die Menschen der Steinzeit. Erfanden sie auch, wie Kai-Helge Wirth meint, einen Sternbildatlas? Andererseits liegt er nördlich von Norwegen, das Zeichen des großen Bären, in das Nordmeer und schreibt, dass dieses Zeichen stellt Norwegen dar. Das ist natürlich schwierig. Das ist so ähnlich, als ob wir, sagen wir mal, einem Außerirdischen ein Foto zeigen würden von einem Hochspringer, der gerade über die Latte springt und sagen, so sehen alle Menschen aus. Das geht nicht, weil sich auch das Sternzeichen des Bären dreht. Der hat nur eine willkürliche Konstellation genommen, die gerade bei ihm reinpasst. Die einzelnen Formen der Sternbilder, die passen zu den einzelnen Regionen so genau, dass überhaupt nicht von einem Zufall gesprochen werden kann. Überhaupt nicht. Die sind so präzise angelegt, wie es präziser am Sternenhimmel gar nicht geht. Es sind ja auch nicht unendlich viele Sterne da, mit denen man das machen kann. Die Sterne müssen ja sichtbar sein. Und nicht nur die einzelnen Formen passen zu den einzelnen Regionen so genau, sondern die Aufeinanderfolge der Sternbilder entspricht exakt der Aufeinanderfolge der Regionen, die durch die Sternbilder dargestellt werden. Das kann kein Zufall sein. Und dazu kommt noch, dass man die Sternbilder nicht beliebig drehen kann, sondern die sind alle ausgenordet mit etwas Spiel, vielleicht ein paar Grad. Und wenn ich diese drei Informationen zusammennehme, dann kann überhaupt nicht von einem Zufall gesprochen werden. Weder dem Zufall noch irgendwelchen künstlerischen Launen sind wohl auch die meisterhaften Felszeichnungen in der Höhle von Lascaux entsprungen, der Sixtinischen Kapelle der Frühgeschichte im Südwesten Frankreichs. In den imposanten Tierdarstellungen erkennen seit kurzem deutsche und französische Wissenschaftler eine präzise Himmelskarte und Sternbilddarstellungen. Die geheimnisvollen Punktreihen könnten Mondzyklen beschreiben. Das wäre eine Sensation. Astronomische Bildnisse, erschaffen vor 17.000 Jahren. Wenn an diesen Wänden wirklich eine Himmelskarte prangt, dann waren schon die Vorfahren jener Menschen, denen Kai-Helge Wirth seinen Sternbildatlas zuschreibt, kundige Astronomen. Warum also sollte nicht 10.000 Jahre später eine auf Sternbildern basierende himmlische Kartografie der damals bekannten Welt entwickelt worden sein? Doch wann und warum ging all dies Wissen wieder verloren? Irgendwann muss die Weitergabe jener Kenntnisse unterbrochen worden sein. Nur Steine ließen sie zurück, schweigende Zeugen einer rätselhaften Hochkultur. Die Vergangenheit ist ein weites Feld, das jeder bestellen kann, immer wieder neu und mit immer anderen Werkzeugen. Entdecken, fragen, spekulieren. So entstehen neue Bilder der Geschichte. Wenn wir selbst auch so kühn sind und so einfallsreich wie unsere Ahnen aus der Steinzeit.